Schönen guten Abend, 18 Uhr knapp habe ich es geschafft. 18:01 Uhr, ja, schöne Grüße aus Rosenheim zur Insta-Live Story, sagt man das so? Insta-Live-Story? Ja, glaube ich schon. Genau, also, another one, sage ich ja mal. Ich versuche euch natürlich bei Laune zu halten und euch trotz des ganzen Wahnsinns da draußen, ja, ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Ich sage einfach mal so, ein bisschen, ja, up to date halten, auch wenn es natürlich sehr, sehr schwer ist da draußen. Ja, es ist ja gerade, was da draußen abgeht, brutal. Ich glaube, da brauche ich überhaupt nicht näher drauf eingehen. Das weiß jeder von euch besser und braucht man nur ins Internet schauen oder wo auch immer man ist, das Gesprächsthema Nummer eins ist nun mal eben aktuell dieser, ich mag auch gar nicht mehr aussprechen. Und egal, ist einfach so, können wir nichts dran ändern. Hoffe, ihr seid alle trotzdem gesund zu Hause und wir überstehen die ganze Sache gemeinsam und hoffen, dass das alles wieder seinen normalen Lauf nimmt. So, genau. Ich habe versprochen, Charlie Janke hole ich jetzt hier gleich mit rein in den Insta-Live-Chat. Genau, er hat sich ja schwer verletzt bei der Partie in Nürnberg, wo ich auch selbst kommentiert habe. So, hoppala, jetzt aber. Und jetzt, ich glaube, er ist heute eben aus dem Krankenhaus raus und so viele Fans da draußen von euch haben mich angeschrieben und gefragt, wie geht's eigentlich Charlie Janke? Und dann dachte ich mir, frage ich ihn mal, ob er einfach Bock hat, mal hier kurz reinzuspringen und dann können wir ihn am besten selber fragen. Und schauen wir mal, wie es dem Charlie geht. Stefan, schöne Grüße aus Rosenheim. Hoffe, dir geht's auch gut. Wir bleiben im Kontakt. Ja, Sport is one family. Du weißt, wie es ist. So, also, Charlie Janke, holen wir mal kurz rein. Da-dum, 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 da-dum. Wo ist er? Die Technik ist der Wahnsinn. Da ist er! Charlie, servus! Servus. Schönen guten Abend! Schön, dich zu sehen. Danke. Charlie, ich habe ja heute Mittag schon mit dir erstmal vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und dass das so spontan alles bei dir ging. Hab dich ja, können wir ja gerne sagen, heute Vormittag angeschrieben, ob du Bock hättest, hier bei Insta Live mitzumachen und hast mir dann noch geschrieben, du bist ja noch heute Vormittag im Krankenhaus gewesen. Jetzt bist du heraus. Ja, wie geht's dir? Ja, also mir geht's echt sehr gut. Ich habe die OP echt gut überstanden und ja, wurde sich auch sehr gut um mich gekümmert und ja, ich kann mich nicht beschweren. Charlie, ich frage ungern, aber was genau hast du dir bitte bei dieser Situation alles verletzt? Also ausgesehen hat es ja grauenvoll. Was alles wurde in Mitleidenschaft gezogen? Ich habe mir das Wadenbein gebrochen und das Syndesmoseband und das Innenband im Sprunggelenk habe ich mir noch abgerissen, aber das war es dann eigentlich auch. Das ist auch relativ glimpflich noch ausgegangen, weil hätte auch noch viel mehr kaputt gehen können. Also kann ich noch relativ mit zufrieden sein. Also also das Knie ist dann nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Da ist gar nichts, das ist alles nur im Sprunggelenk, im Sprunggelenk ist alles nur ein bisschen was kaputt gegangen. Und Das Knie ist wie, okay. was hat man jetzt da genau gemacht bei dir? Wo wurdest du genau operiert? Was wurde da gemacht? Ich wurde hier in Berlin operiert im Humboldt-Krankenhaus und da wurde mir jetzt erstmal außen am Wadenbein eine Platte Okay. eingesetzt praktisch, damit es sich stabilisiert und ja, sonst wurde eigentlich weiter nichts gemacht, denn das Innenband und das Syndesmoseband, das verheilt von alleine dann. Da muss jetzt nicht viel gemacht werden. Ach so, dann muss man also operativ überhaupt nicht mehr eingreifen. Ja, also sie haben erstmal geguckt, also sie mussten während der OP dann entscheiden, weil sie mussten halt schauen, ob das vordere und das hintere Syndesmoseband beschädigt sind und wäre das hintere auch kaputt gewesen, hätten da noch ein paar Schrauben reingemusst, aber ein Glück war nur das vordere Band beschädigt. Deswegen musste da jetzt nicht viel bei den Bändern gemacht werden. Ein Die Kollege man halt. Maxi Kamera und Patrick Busser sagen gute Besserung. Also die Jungs sind alle online. Hast du denen Ja, es was freut gesagt mich. oder wie? Nee.
Den habe ich nicht gesagt. Das lese ich gerade selber hier. Der überragende Mannschaftskollegen einfach. Bin ich gespannt, ob die ersten Ja, Fragen das. von den Jungs reinkommen an dich. Naja, egal. Also es freut mich schon mal, also wirklich sehr, dass du da wieder zurück bist. Beziehungsweise, wie schauen jetzt da die nächsten Tage, nächsten Woche aus? Ich sehe gerade, du liegst da auf der Couch. Ich nehme an, Bein ruhig halten, oder? Ja, also anfangs jetzt die ersten 3 Tage ist das Bein noch ein bisschen geschwollen. Das ist normal und dann muss ich es halt viel hochhalten und kühlen und danach soll es dann aber auch bald abgeschwollen sein. Dann fange ich schon mit der Reha an, 2, 3 Mal die Woche und muss schon langsam passive Bewegungen mit dem Bein machen, damit es nicht versteift und langsam abrollen. Das dauert jetzt ungefähr 6 Wochen und dann kann ich schon wieder auch richtig aufsetzen und das Bein abrollen. Also Ein ist viel gewisser Reha Herr jetzt erstmal nicht. Kamera fragt, wo bist du? Bin zu Hause bei meinen Eltern. Maxi ist zu Hause bei seinen Eltern. Ich hoffe, du kannst mit der Antwort das anfangen. Ja, Charlie, wie hast denn du nochmal, hast du dir die Situation überhaupt nochmal im Nachhinein angeschaut oder noch gar nicht? Ja, doch, ich habe sie mir schon sehr oft angeschaut. Ja, Was geht dir da denn also, durch den Kopf? ja, ich habe mich halt auch direkt danach sehr geärgert, dass ich hinter das Tor gegangen bin. Das hätte ich alles vermeiden können. Wäre ich einfach abgedreht und hätte dann ein Pass hochgespielt, deswegen war ich da ein bisschen sauer auf mich auch. Ja, es war, also wie gesagt, der Moment war überhaupt nicht gut. Ich glaube, dass auch seit deiner Verletzung in dieser Partie bei deinen Jungs, bei der DEG, weiß nicht, also ein bisschen Knick drin war. Kam mir zumindest so vor. Also mag es da überhaupt nichts rein interpretieren, aber so kam es mir auf jeden Fall vor. Aber jetzt mal egal, wie gesagt, mir freut es, dass du wieder fit bist. Mal zurückzublicken auf deine Saison, war ja doch dann recht ein cooles Ding von dir, oder? Ja, also, dass die Saison so läuft, habe ich natürlich gar nicht mitgerechnet, aber letztendlich ist es eine tolle Sache gewesen, die Saison hat super Spaß gemacht mit dem Team und ja, war doch relativ erfolgreich. Also mit dem Team natürlich 5. Platz super und Ja. mit der persönlichen Einschätzung war ich auch relativ zufrieden. Ist natürlich auch noch viele Sachen, die man verbessern kann und aufbauen kann drauf, aber war, denke ich, eine gute Saison. Und wie hast du das Ganze dann aufgefasst, als die DEL bekannt gegeben hat, die Playoffs zu ja, abzubrechen beziehungsweise überhaupt nicht anzufangen? Ja, also natürlich war ich trotzdem enttäuscht und hat es mir natürlich für die Jungs leid, weil die das ganze Jahr so geackert haben, weil wir das ganze Jahr alle so zusammen dafür geackert haben, dass wir direkt in die Playoffs kommen. Und natürlich hatte sich das ganze Team auch schon gefreut drauf, dass wir in die Playoffs gehen. Und ich hätte natürlich auch gerne die Jungs angefeuert von außen und hätte ich mich sehr gefreut. Aber natürlich geht jetzt die Sicherheit vor und da müssen wir jetzt halt alle mit umgehen. Maxi Kamera will wissen, anscheinend weiß es nicht. Was ist dein Lieblingsgetränk? Das Altbier. Das Altbier. Klasse. Das heißt, also Herr Kamera, falls Sie es noch nicht gewusst haben, Charlie liebt Altbier. Ist ja auch schön, dass wir es hier mal aufklären können. Das ist ja super. Aber Charlie, du hast ja gesagt, du bist in Berlin bei deinen Eltern. Das heißt, die ganze Reha-Maßnahme etc. machst du dann auch in Berlin. Ja, die nächsten Wochen auf jeden Fall. Ich muss das natürlich alles nochmal mit Düsseldorf abklären, inwiefern ich jetzt in Berlin verbleibe und wann ich wiederkomme, aber wir beobachten einfach erstmal, wie die Reha verläuft. Und dann bleibe ich erstmal hier und dann reden wir weiter und schauen weiter, wie es dann weitergeht. Und gibt es schon irgendwie so eine Idee, einen Fahrplan für dich, wann du denn gedenkst, wieder aufs Eis gehen zu können? Also ich denke mal, das kann schon noch, also 2 Monate wäre schon ein bisschen zu früh. Ich denke so 2,5 bis 3 Monate. Dann könnte ich bestimmt wieder aufs Eis gehen. Also natürlich kann ich nach. Ungefähr, wenn alles gut läuft, kann ich nach 2 Monaten wieder das Bein komplett belasten, aber da ist ja natürlich dann, ist man natürlich eingeschränkt und muss dann auch erstmal wieder die Muskeln aufbauen und alles. Also weiß nicht, ob es nach 2 Monaten direkt so schlau wäre, direkt aufs Eis zu gehen. Da muss ich Und erstmal langsam alles wieder aufbauen und dann schauen wir, wie fit ich dann schon bin. klar, jetzt ist erstmal Regeneration angesagt, bei dir ist auch klar. Wie schaut ansonsten dann noch dein Sommer so aus, Charlie? Ja, also wenn ich dann wieder fit bin, dann bin ich halt oft, also fast die ganze Zeit in Düsseldorf. Sicherlich haben wir auch mal Zeit, nach Hause zu fahren für eine Woche und so. Und ich habe auch schon mit einem Freund einen Urlaub gebucht. Im Juli kann ich dann nochmal kurz wenigstens in Urlaub fahren. Mit meinen Freunden, da freue ich mich auch schon drauf. Wohin geht der Urlaub? Auf Mallorca. Keine Angst, nicht nur am Ballermann. Also, Nein, ist ja auch viel kulturell zu sehen auf Mallorca. Ist ja eine ja, wunderschöne super Insel. viele Insel. Ja.
Also, Natürlich. wer da Aber immer gleich an Ballermann denkt, das ist ja eine wunderschöne Insel. Ich glaube, du bist auch kulturell unterwegs auf Mallorca, gehe ich mal davon aus. na klar, Ja, das kann man eben. alles gut miteinander finden. Kann man ein bisschen mal so, mal so. Und war dann von den Jungs, von deinen Mitspielern, gab es dann da schon dementsprechend gute Besserungsvideos an dich per WhatsApp oder per Instagram? Ah, na klar, ich habe die Jungs ja nochmal gesehen. Die haben mich ja, ich bin ja mit den Jungs dann noch nach dem Spiel, also bin ich direkt ins Krankenhaus nach Nürnberg und bin dann abgeholt worden vom Teambus und bin ja dann auch erstmal nach Hause, nach Düsseldorf, und da haben die mich auch sehr herzlich empfangen. Es war auch sehr lustig. Und also ich war sehr enttäuscht in der Situation, sehr sauer, ja, aber haben sie es geschafft, dass ich lachen musste. Also war cool, wie sie mich empfangen. Ja, wenigstens etwas. Also wie gesagt, ich sehe schon, Maxi Kamera kümmert sich sogar hier auf Instagram um dich und das ist ja Wahnsinn. Ja, es ist schön, dass du mich so interessiert jetzt. Das spricht für eine tolle Moral innerhalb der Gruppe. Finde ich super. Ja, das find ich auch lustig. Finde ich gut. Charlie, du, das war's dann schon. Ich mag dich überhaupt nicht mehr länger stören, nerven. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und den Eishockey-Fans ein kleines Update gegeben hast von deiner Verletzung. Toi, 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 gute Besserung. Und wenn du wieder in der Reha Dankeschön. bist, dann machen wir Teil 2 von Insta Live mit dir und hoffentlich kannst du dann schon 100 Kilo wieder Bank drücken und Kniebeuge machen. Ganz bestimmt. Danke. Charlie, schöne Grüße nach Berlin. Ciao for now. Vielen Dank. Ciao. Also, das war eben Charlie Janke von der Düsseldorfer EG. Freut mich wieder, ihn lachen zu sehen. Ich hoffe, euch geht es da genauso, denn das hat richtig, richtig böse ausgeschaut beim Charlie, die Verletzung bei den Thomas Sabo Ice Tigers. Ja, also so viel eben zu Charlie. Finde ich super, dass dem Junge wieder besser geht. Und die Verletzung, mein lieber Schwan, wow, das hat böse ausgeschaut. Und Maxi Kamera weiß jetzt letztendlich auch, was ist das Lieblingsgetränk von deinem Kollege Charlie Bianchi. So, ein Altbier. So soll es nämlich sein. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal gibt es wieder einen interessanten Gesprächspartner hier bei mir auf Instagram. Wünsche euch. Ah, Chef Heidi, einmal Thunfisch Macki. Sehr gut. Das werde ich dann gleich essen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Abend. Bleibt gesund und ihr wisst, was kommt. Ciao for now.